Portent 360 Grad. Gesundheit. Heute gibt es ein ganz anderes Thema und das habe ich meinem Trainingskollegen Uli zu verdanken, der nämlich seit ein paar Wochen nicht so richtig beim Training teilnehmen kann. Warum? Weil sein Hund auf Korsika in eine Granne getreten ist. Und deswegen spreche ich heute nochmal mit Frau Dr. Antje Mergens und zwar genau über dieses Thema. Denn Sommerzeit ist Grannenzeit. Für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist, was sind Grannen? Wenn man sich die botanische Definition da anschaut, dann sollen Grannen eben borsten- oder fadenförmig sein, mehr oder weniger starr, als Fortsätze von Pflanzenorganen. Die können gerade und gekrümmt sein, verzweigt, ganz fies behaart und rau und ganz unangenehm sein. Und wir alle kennen bestimmt und fürchten auch ja die Grannen, die an Spelzen sind, also an den Samen von vielen Gräsern und Getreideähren. Und im Internet gefunden habe ich die Mäusegerste als besonders gruselig, aber ich habe mich jetzt nicht dahinter geklemmt, was ist jetzt Mäusegerste? Also scheint irgendein besonderes Gras zu sein, wo die Grannen, also die Pflanzenfortsätze besonders fies sind. Und warum sind die jetzt so gefährlich und warum genau gehört das in die Sommerzeit? Naja gut, also Grassamen reifen ja eben übers Frühjahr in den Sommer hinein und dann fangen eben diese Gräser an auszusamen mit Hilfe ihrer Fortsätze. Und die sind eben von der Natur ganz geschickt so gemacht, damit eben jedes Tier, was an so einer Pflanze vorbeiläuft, eben direkt so eine Granne mal mitnimmt. Die bleiben dann einfach aufgrund dieser Rauigkeiten und aufgrund dieser Form, die sie haben, eben entsprechend einfach im Zweifelsfall nur äußerlich im Fell hängen und werden so schön verbreitet und können der Vermehrung der Pflanze dienen. Das ist natürlich in der Theorie erstmal ungefährlich, aber aufgrund dieser unschönen Form und der Festigkeit können die Grannen eben auch andere Wege gehen. Und das, was du, Jana, jetzt ja gerade schon erzählt hast mit der Pfote, ist das, was ihr wahrscheinlich ja sowieso auch alle kennt. Die Grannen dringen vom Boden in die Füße eurer Hunde ein. Und klar, die sind spitz wie eine Nadel und können eben so ein weiches Pfotengewebe ganz einfach durchwandern. Und die zweite Problematik von diesen Grannen sind eben dann nicht die Füße, also nicht, dass sie direkt in Gewebe eindringen, sondern dass eben ganz normale Körperöffnungen quasi als Opfer dienen. Also alles, was an Nase etc. pp. Ist, da kommen wir aber später nochmal zu. Na, bei den Füßen ist es natürlich so, dass eure Hunde euch das sehr schnell zeigen, dass ihnen was wehtut und vielleicht auf drei Beinen laufen oder. Und manche Hunde sind da etwas sensibler, die zeigen euch das dann schon an, wenn es gerade frisch eingepikst ist und man kann dann eventuell noch eine in der Haut oberflächlich eingepikste Granne auch entfernen und dann ist in der Regel auch gut. Manche Hunde sind da etwas weniger sensibel und schmerzempfindlich oder haben eben unter Umständen auch eine ganz dichte Behaarung zwischen den Pfotenballen, wo die Grannen sich eben auch so richtig schön einpieksen können und dann wandern diese Dinger in die Füße richtig ein, durch die Pfotenhaut, zwischen den Zehen und können da also mehr oder weniger lange verweilen und ganz schreckliche Entzündungen auslösen. Und ja, dann kommt man irgendwann zum Tierarzt oder man hat da selber schon mal geguckt und sieht dann eben Verletzungen an der Pfote, die der Hund sich auch selber zugezogen hat, schon der beißt da dran rum und leckt und nagt und es ist alles ganz schrecklich. Häufig findet ihr zwischen den Zehen so blutige Blasen. Das ist so ein ganz typisches Anzeichen, dass der Körper versucht, diese Grannen auch schon quasi abzuarbeiten, Abszesse zu bilden, dass es eben nicht gerade erst vor einer Stunde eingetreten ist. Und wir freuen uns immer alle mit euch und mit euren Hunden erst recht, wenn man dann einfach nur ein kleines Skalpell oder eine Nadel oder was auch immer nimmt, diese Blutblase aufsticht und dann kann man da zauberhafterweise mit einer Pinzette oder durch eine Spülung eben eine vollständige Granne entfernen. Das ist der Idealfall, passiert aber in der Regel eigentlich eher seltener. Viel schlimmer sind dann diese chronischen Entzündungen. Ne? Und jetzt sagst du, dein Kollege ist schon seit Wochen damit bei. Ja, das sehen wir auch. Die Grannen wandern wo auch immer hin, brechen ab, lösen vielfältige Entzündungen aus. Man macht wochenlang Verbände. Irgendwann landet man dann doch auf dem OP-Tisch, hat weiter Verbände. Ja, so ist das leider ein häufiger Verlauf. Und ich hatte meine Kundin, die hatte dann so die Nase davon voll, dass ihr Hund ständig diese Grannen hatte. Die ist dann irgendwann nur noch mit Schuhen rausgegangen. Also nicht sie, sondern der Hund hatte dann 4 Pfoten Schuhe an zum Spazierengehen. Ist eine gute Vorsichtsmaßnahme. Oh mein Gott. Also wenn ich das alles so höre, wird mir gerade wieder ganz anders. Weil das Thema ist natürlich in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, viel aktueller geworden. Wahrscheinlich auch durch die sozialen Medien, dass man mehr mitbekommt. Ist denn das wirklich so, dass es jetzt mehr Fälle gibt oder wird nur mehr darüber berichtet?
Also ich kann das jetzt aus den letzten 20 Jahren nicht sagen, dass das Mehrfälle sind. Das ist eigentlich was, was einen von Anfang an in der tierärztlichen Praxis begleitet. Ich glaube schon, dass eben soziale Medien und die Kommunikation und vielleicht auch dadurch die Sensibilisierung darauf einfach dazu führen, dass man es mehr wahrnimmt. Also ein gehäufteres Problem, keine Ahnung, vielleicht Klimawandel, mehr harte Gräser, kann ich dir nicht sagen, aber das ist ein Problem, was schon immer und ewig bei uns Tierärzten in diesen Jahreszeiten vorstellig wird. Und was kann der Hundebesitzer als Vorsorge tun? Ja, wir haben ja noch ganz viele viel schlimmere Dinge als die Pfoten. Das ist ja letztendlich in der Regel nur nervig, aber ja nie lebensbedrohend. Da gibt's ja noch ganz viel schrecklichere Dinge. Wollen wir auch noch drüber reden oder bleiben wir bei den Füßen? Also Füße, habe ich mal gehört, nach dem Spaziergang absuchen. Genau. Das kann man immer gut machen, ne? Einfach schauen. Ich persönlich bin auch ein großer Freund, eben diese ganz stark behaarten Areale an den Pfoten auszuscheren, weil diese Grannen und nicht nur Grannen im Winter, ja auch die Granulatsplitter und alles, was sich da so fest spießen kann, findet man deutlich schlechter und es hat halt viel mehr Potenzial, sich einzutreten. Also das finde ich immer eine gute Idee. Und das, was du eben sagst, nach dem Spaziergang die Füße, die Pfoten, Zwischenhaut entsprechend absuchen und dann hoffen, dass man was findet, bevor es eingetreten ist. Wo wir gerade schon bei den fürchterlichen Themen sind, was waren denn bisher die schlimmsten Fälle, die du erlebt hast? Ich traue mich gerade nicht zu fragen. Also tatsächlich eins, was zum Thema Pfoten ganz einfach passt. Das war tatsächlich ein Schäferhund, der war mit seinen Besitzern in Südfrankreich am Strandurlaub, an den Dünen. Und wer da schon mal war, der weiß, dass es so dieses Strandgras gibt, diese ganz langen, harten Dünengrashalme. Und der war dann da schon vor Ort beim Tierarzt, weil er irgendwo reingetreten war, war aber nichts zu finden gewesen. Und dann hat das tatsächlich mit verschiedensten immer wieder Aufflammen, den Entzündungen, Fisteln, Abszessen fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann ungelogen an der äußeren Seite des Oberschenkels dann eine Blutblase hatte. Und da konnte man dann fast 20 Zentimeter einen so einen Grashalm quasi entwickeln, rausziehen. Zum Glück war es dann auch vorbei, weil man den in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Richtung nach oben rausziehen konnte. Und dann heilte das ab und alles war gut. Aber das hat wirklich ein halbes Jahr gedauert und man hat schon an 150.000 andere Dinge gedacht. Und hier war es dann eben die Zeit und die Geduld, die es dann gezeigt hat. Genau. Und dann eine Sache, die wir auch tatsächlich in der Praxis mal hatten, das war ein Deutschstrater, der vom Jagen kam und der hatte sich dann ganz offensichtlich eine komplette Getreideähre beim Rennen eingeatmet und die steckte tief im Hauptbronchus, also ganz tief schon in den Atemwegen vollständig drin und die haben wir dann zum Glück auch noch mit einem Endoskop da entfernen können. Das war sehr beeindruckend, kann man so sagen. Ich freue mich gerade extrem auf den Winter. Kommen wir von der einen schlimmen Sache zur nächsten. Hotspot ist, glaube ich, auch so ein Sommerproblem. Was ist das? Ja, also ein Hotspot, das ist auch so eine unterschätzte oder auch häufig falsch eingeschätzte Erkrankung. Also ein Hotspot ist keine Infektion im Sinne, dass der Hund sich bei irgendjemandem anders angesteckt hat, sondern das ist tatsächlich durch ein Selbsttrauma. Also der Hund scheuert sich und schubbert sich aus verschiedenen Gründen, verletzt sich quasi seine oberflächliche Haut und dann dringen die körpereigenen Bakterien von der Hautoberfläche quasi so ein bisschen ein und überwuchern da an der Stelle. Es hat auch so einen schönen Namen, pyotraumatische Dermatitis, also Pyo-Eitrich-Trauma durch das Selbsttrauma und Dermatitis-Entzündung. Das ist also nichts, wo man sich anstecken kann oder ähnliches. Und es gibt da immer eine Grundursache für, die man häufig nicht findet. Ne? Also ganz klassisch sind die Hunde mit einer Ohrenentzündung oder mit einer Nasendrüsenentzündung oder mit Allergien oder mit Ektoparasiten, gerne auch im Winter. Deshalb von wegen Sommererkrankungen, muss man leider nochmal drauf kommen. Und führt zu Juckreiz und dann wird sich gescheuert und geschubbert und dann hat man die Problematik. Typisch für die Hotspots sind ja eben das, was man häufig sich ja gar nicht so vorstellen kann, diese massiv rasante Entstehung. Ne? Gerade spazieren gegangen, 2 Stunden später hat der Hund auf einmal Handteller große, eitrige, klebrige, verklebte, pappige, stinkende, rote Stelle an der Wange, am Oberschenkel, den klassischen Stellen. Und dann hat sich da schon eben so ein Hotspot, also eine oberflächliche Überwucherung gegeben. Ne? Es ist ja wirklich auch eine sehr schmerzhafte Sache für den Hund. Was macht man dagegen? Man muss natürlich
also Verschiedenes muss man tun. Zum einen ist es natürlich optimal, wenn man die Grundursache findet. Also es macht so relativ wenig Sinn, wenn ich dann nur an dem Hotspot selber arbeite, aber die Ohrenentzündung weder finde noch behandle, weil dann einfach der Juckreiz und damit die Intention des Hundes, sich da weiter zu schubbern, nicht bekämpft wird. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann ist das Erste, was man immer macht, Luft und Licht dran lassen. Ne? Also nehmt einen Bartschneider oder wenn ihr keine Schermaschine habt, vielleicht dann im Zweifelsfall auch eine Schere und macht erstmal dieses ganze pappige, verklebte Fell runter. Und zwar so weit, dass man bis zur Haut kommt und auch bis in den gesunden Bereich hinein. Wenn man sich das traut und ist da ein bisschen geübt, ist das auch gar nicht so ein Drama. Es sei denn, es ist für den Hund so schmerzhaft, dass er euch da auch nicht dran lässt. Und das passiert tatsächlich immer wieder. Und da muss man eben so ein bisschen gucken, wie gut man das hinkriegt. Und wenn das alleine zu Hause nicht machbar ist, dann führt euch der Weg auch möglichst zügig zum Tierarzt, der das dann unter Umständen sogar in Sedation vornehmen muss. Und wenn man dann dieses pappige Fell und diese verklebten ganzen eitrigen Belege darunter geschoren hat, dann geht es ans Reinigen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Optionen und Möglichkeiten. Das macht jeder Tierarzt auch ein bisschen anders. Mal sind es seifige Jodlösungen, mal sind es chloexidinhaltige Sprays, mal sind es jetzt ganz neu und vielfältig eingesetzt hypochlorige Säuren. Das kann man ganz, ganz vielgestaltig machen. Wichtig ist, dass der Schmörder da runterkommt und letztendlich da Luft und Licht dran kommt. Und die Behandlung letztendlich mit dem Reinigen, die müsst ihr dann als Tierbesitzer mehrmals täglich auch selber durchführen. Klar, es gibt immer wieder Fälle, wo das nicht geht, weil die Hunde da nicht kooperieren aufgrund der Schmerzhaftigkeit oder weil man ja so ein generelles Umgangsproblem vielleicht auch mit seinem Hund hat. Und dann wird's dann häufig so, dass man eben dann vermehrt zum Tierarzt gehen muss. Und dann geht es natürlich darum, dass man der Haut auch hilft zu heilen. Also es wird ein bisschen Entzündungshemmung gegeben. Manchmal reicht es aus, wenn man mit Metacam, Melosus, also Meloxicam-haltige Produkte, kennt ihr alle, da so ein bisschen den Reiz rausnimmt, die Entzündung runterreguliert. In ganz großflächigen Fällen muss man auch manchmal mit Cortison arbeiten. Und das kann man dann entweder mit Tabletten oder mit Spritzen machen oder eben auch mit cortisonhaltigen Salben. Das wären so die Dinge. Und das könnte man, wenn man jetzt Besitzer einer Rasse ist, die da sehr prädisponiert für sind, das sind letztendlich häufig die mit dem langen Fell, die ja da sich da hervortun, sollte man sowas im Prinzip auch irgendwie zu Hause haben, dass man dann schon mal erste Hilfe leisten kann. Du sagtest gerade, es sind häufig Hunderassen mit langem Fell. Das heißt, wirklich so Kurzhaarrassen, Labrador und so hat damit nicht Probleme oder weniger oder? Ja, das gibt's. Also ich habe so ein bisschen nach Studien natürlich immer geguckt. Ne? Also ganz witzig, dass die Hunderasse mit dem höchsten Risiko, einen Hotspot zu bekommen, sind lustigerweise die Rottweiler. Und da habe ich mal so retrospektiv nachgedacht und dachte, jo, das stimmt. Bei den Rottis haben wir das wirklich ganz oft und die haben es in über 50% der Fälle eben auf den Wangen. Ja, das ist so die häufigste Stelle. Und an zweiten kommen so Berner Sennhunde, Leonberger, Collies, Bernardin. China, ne, alles, was eben entsprechend da mit einem schönen langen Fell unterwegs ist. Aber das ist eben keine reine Sommererkrankung, weil wir jetzt hier über eine Sommererkrankung gesprochen haben, weil ja zum Beispiel auch der Juckreiz durch Ektoparasiten, also Flöhe, entsprechend entstehen kann. Und die haben keine Saison. Ne? Oder wenn ich einen allergischen Hund habe und die Allergie nicht gut gemanagt ist, hat der Hund auch übers Jahr folgend eine Juckreizproblematik, die dann ein Hotspotter eben verursachen kann. Ist natürlich schon. Und so, wenn ich jetzt gerade bei dem Wetter, haben wir gerade 30 Grad, eure Hunde haben sich hoffentlich heute alle gut abgekühlt, viel im Wasser bin als Hund, dann weicht meine Hautoberfläche schon ein bisschen auf. Die haben ja eine andere Hautstruktur als wir Menschen. Und wenn diese oberflächliche Schutzschicht ein bisschen aufgeweicht ist, dann gehen natürlich auch Bakterien da leichter mal an und was. Also es ist eventuell sommertechnisch etwas häufiger, aber in Studienfällen ist das nicht bewiesen, sondern da hat man eben genau gleich gehäuftes Vorkommen im Sommer wie im Winter. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil halt dieses Gerücht eben durch mit dem Schwimmen, das schwebt so durch die Gegend. Das heißt, Hunde, die viel schwimmen gehen, hätten auch häufiger einen Hotspot, eben weil zum Beispiel die Seen nicht mehr so sauber sind oder so mockig sind. Das ist es gar nicht. Nee, das ist es gar nicht. Nee, das hat da überhaupt nichts mit zu tun, weil das überhaupt nicht Bakterien sind, die aus der Umgebung kommen, sondern es sind die körpereigenen Bakterien, die du sowieso hast. Warum das wahrscheinlich dann bei den Retrievern gehäuft auskommen, weil die natürlich sowieso auch mehr im Wasser sind. Ne, also letztendlich, ich sehe nicht so häufig Pudel im Wasser oder keine Ahnung was, ein Chihuahua oder sowas. Insofern, klar, die sind halt mehr im Wasser und wenn es ihnen noch eine Rasse ist, die bei der es gehäuft vorkommt, mag einem das so dann erscheinen. Ne? Aber es gibt eben keine Studien,
Studien, die belegen, dass das eine Sommererkrankung ist oder dass es was mit verdrecktem Wasser oder sowas zu tun hat. Es sind tatsächlich die hauteigenen Bakterien, Staphylokokken in der Regel, die du sowieso millionenfach auf der Haut hast und die eben, man nennt das fakultativ pathogen sind. Die tun einem nichts bis zu dem Moment, wo sich die Rahmenbedingungen ändern, eben durch das Scheuern und Schubbern. Die Haut wird ein bisschen durchlässiger und dann dringt sie in die obersten Hautkeratinschichten ein und macht dann da eben eine Erkrankung. Es sind nicht irgendwelche fiesen Kolibakterien aus der Ruhe oder sowas. Dann haben wir das Gerücht jetzt schon mal beseitigt. Sind wir bei der nächsten Sache, wo wir gerade beim Wasser waren. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen verunsichert. Ist die Wasserroute denn ein Sommerproblem? Jetzt klar, schwimmen gehen kann man natürlich auch im Winter, besonders wenn die Winter so sind wie der letzte, nämlich bei 5 Grad und Dauerregen oder auch mal ein bisschen wärmer. Aber da ist halt auch dieses Gerücht im Spiel. Wasserroute tritt hauptsächlich im Sommer auf, eben weil die Hunde mehr schwimmen gehen. Erstens aber mal vorab, was ist eine Wasserroute? Wasserroute, was ist eine Wasserroute? Kennt man auch unter dem Namen Hammelschwanz oder Lämmerschwanz, so auf gut Deutsch. Und da kann man sich vielleicht schon vorstellen, wie es so aussieht. Also die Rute wird am Rutenansatz erstmal möglichst still, waagerecht vom Körper abgehalten, um danach eigentlich relativ gelähmt und bewegungslos, wie eben so Lämmerschwanz nach unten zu hängen. Wenn man es dann so ein bisschen anfasst und anguckt, zeigt der Hund eine deutliche Schmerzhaftigkeit, gerade am Rutenansatz. Da ist es auch geschwollen und dick und findet der Hund also wirklich beim Abtasten ganz gruselig. Was jetzt die genaue Ursache dafür ist, da konnten sich bislang offensichtlich die Forscher noch nicht so ganz einigen. Also man hat die häufigste Arbeitshypothese ist, dass es sich wahrscheinlich um eine Durchblutungsstörung in der Schwanzmuskulatur handelt. Unterstützt durch eine Unterkühlung, was auch immer angegeben wird, sind ungewohnte Belastungen und Überbelastungen und eben die Unterkühlung durch Wasser. Aber Wasser kann natürlich im Winter wie im Sommer kalt sein und Wasser kann nicht nur kalt sein, wenn man reinspringt, sondern auch, wenn das Wasser von oben auf den Hund plättert, also sprich kalter Regen. Und insofern gibt's genau wie bei dem Hotspot eben eher die Aussage, dass es beides ist, also dass es im Sommer wie im Winter eigentlich gleich gehäuft vorkommt. Ist aber per se nicht so ein Problem, was man jetzt wöchentlich hat, im Gegensatz zu den ganzen Grannen. Dann sind eben im Prinzip die kleinen Hunde ohne Fell, die im Regen nass werden im Winter, genauso betroffen wie halt die Arbeitshunde, die Jagdhunde und die Wasserarbeitshunde. Na, das ist tatsächlich für alle Rassen gleich häufig vorkommt. Was macht man denn jetzt gegen die Wasserroute? Also wir haben es ja so angegriffen, ne? Also das eine, wenn man jetzt die Ursachen, die da zusammengetragen sind, betrachtet, klar, alles das vermeiden. Also einen Hund nicht überbelasten, was du gerade sagtest, nicht 180 Mal ins Wasser springen lassen, was vielleicht 15 Grad ist und draußen sind es 30. Ne? Also da den Hund ein bisschen vor sich selber schützen, Training langsam aufbauen bei Wasserarbeitshunden. Dann hat man den Bereich eigentlich ganz gut abgedeckt. Dann natürlich alles, was man gegen kalten Regen macht, also durchaus einen Regenmantel und einen wärmenden Regenmantel nach dem Wasser durchaus abtrocknen, kann man eben entsprechend auch tun. Das wären die Prophylaxemaßnahmen. Therapeutisch natürlich, wenn man das alles vermieden hat und trotzdem ist es dazu gekommen, die Hunde freuen sich über ein Schmerzmittel. Also das ist tatsächlich was richtig, richtig wehtut. Lokal kann man das schön ein bisschen durchblutungsanregend mit Wärme arbeiten, sei es jetzt mit einer Rotlichtlampe, mit einem Kirschkernkissen, mit irgendwelchen Moorheide-Dinge, mit so einem Novafon oder was auch immer man dann da physiotherapeutisch so hat. Schmerzmittel immer ganz, ganz wichtig. Und das Schöne an der Wasserroute ist ja in Anführungsstrichen, dass ihr selber sehen könnt, dass es besser wird. Also nimmt der Hund den Schwanz wieder hoch, kann der Hund den Schwanz wieder bewegen, geht auch der Kot- und Urinabsatz wieder. Also manche Hunde vermeiden es eben, die klassische Kackhaltung einzunehmen, weil es halt weh tut. Die setzen sich wie so Welpen auf die Seite, weil sie eben den Schwanz nicht bewegen können. Und da kann man quasi zugucken in der Regel, wie das besser wird. Je nachdem, wie lange oder wie schlimm letztendlich die Situation war, dauert das mal ein paar Tage bis hin zu auch schon mal eine Woche. Und wenn es dann nicht gut ist, dann aber auf jeden Fall nochmal zum Tierarzt gehen, weil da muss man andere Ursachen abklären. Gibt es irgendwelche Wirbelsäulenerkrankungen etc. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal für deine Zeit und wir werden in Kürze nochmal sprechen. Da geht es auch leider nicht um ein positives Thema, sondern um Qualzucht. Ein schlimmes Thema, was aber auch zu den Hundebesitzern gehört und mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und hoffe, dass wir vielleicht nach der Qualzucht nochmal ein positives Thema haben. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr schön. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Sommer ohne Wasserrouten, ohne Grannen und ohne Hotspots. Danke. Bis dann. Alles klar. Gerne. Ciao.